Guten Tag, meine Damen und Herren. Uns haben Sie wieder gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich will heute mit Ihnen über einige Dinge sprechen, über die wir normalerweise nicht so gerne nachdenken wollen. Dinge, die uns Schreckliches vor Augen führen. Aber gleichwohl hat es keinen Zweck, Dinge zu ignorieren, die kommen werden. Und so werden wir uns heute mit Ereignissen beschäftigen, mit Naturkatastrophen, die in der Bibel beschrieben werden und die eintreten werden kurz vor der Wiederkunft Christi. Und die Ereignisse in der Welt heute zeigen uns, dass die Wiederkunft Christi sehr nahe gekommen ist. Aber diese Predigt heute soll nicht unbedingt einen negativen Ton haben, obwohl diese Dinge, die wir besprechen werden, sehr wohl Schreckliches beinhalten, sondern sie wird uns auch einen Trost geben. Sie wird uns auch zeigen, dass Gott uns ein Versprechen gibt, wenn wir ihm gehorsam sind. Ich möchte, wie gesagt, aus der Bibel Ihnen zeigen, was in der unmittelbaren Zukunft auf uns alle zukommen wird. Es geht mir nicht darum, heute auf Prophezeiungen einzugehen, die von Nostradamus und anderen gegeben worden sind, die aufgrund ihrer eigenen Vorstellungen diese Ideen weitergegeben haben. Vielleicht sogar sind sie auch beeinflusst worden von anderen Mächten. Sondern es geht mir um die Prophezeiungen der Bibel. Und schauen wir uns zunächst einmal hier eine Stelle an im Jesaja-Buch, im Propheten Jesaja im 29. Kapitel, angefangen in Vers 5. Und da wird uns gesagt, was geschehen wird, in, wie ich sagte, der nahe bevorstehenden Zukunft. Jesaja 29, angefangen in Vers 5. Aber die Menge deiner Feinde soll werden wie Staub und die Menge der Tyrannen wie wehende Spreu. Und plötzlich wird es geschehen, dass Heimsuchung kommt vom Herrn Zebaoth mit Wetter und Erdbeben und großem Donner, mit Wirbelsturm und Ungewitter und mit Flammen eines verzehrenden Feuers. Und wir haben gerade hier in Kalifornien wieder eine Feuersbrunst, die mittlerweile 7 Feuer umfasst und die wirklich sehr viel verzehren. Wir lesen auch im 30. Kapitel, Jesaja Kapitel 30 und in Vers 30. Und der Herr wird seine herrliche Stimme erschallen lassen und man wird sehen, wie sein Arm herniederfährt mit zornigem Drohen und mit Flammen verzehrenden Feuers, mit Wolkenbruch und Hagelschlag. Diese alttestamentliche Prophezeiung findet ihren Widerhall im Neuen Testament, und zwar in den Worten Jesu Christi selbst, der uns in Matthäus Kapitel 24 vor Augen führt, was vor seiner Wiederkunft hier auf Erden geschehen wird. Er sagt uns in Matthäus Kapitel 24 und in Vers 7, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Und wir hören mehr und mehr von Erdbeben, die an allen Orten der Welt scheinbar jetzt stattfinden. Und dann hören wir uns Vers 29 an im gleichen Kapitel. Sogleich aber nach der Bedrängnis oder auch der Trübsal, die große Trübsal genannt wird, die noch kommen wird, sogleich aber nach der Bedrängnis oder der Trübsal jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Die Sterne werden vom Himmel fallen, heißt es hier, und Sonne und Mond werden sich verfinstern. Nun, Wissenschaftler sagen uns, dass durch einen Meteoriteneinschlag zum Beispiel in der Vergangenheit 90% der Erde in Flammen aufging und dass der Rauch den Himmel für Monate verdunkelte. Und wir können davon ausgehen, dass in der Zukunft mit Sicherheit Meteoriten einschlagen werden, diese Sterne, die vom Himmel fallen. Und wussten Sie, dass nur ein Meteorit, wenn er auf die Erde fällt, mit sagen wir einmal 10 Kilometern im Durchmesser, und das ist noch nicht einmal ein sehr großer Meteorit, der würde die Energie aller nuklearer Waffen in der Welt in sich vereinigen. Wir können uns also vielleicht vorstellen, was für einen Effekt ein solcher Einschlag haben würde.
Und es wird uns heute auch gesagt, dass es zumindest 2000 Meteoriten gibt, die die Erde umkreisen. Und die größer als eine halbe Meile sind. Wenn einer davon einschlagen würde, könnte dies alleine zur Vernichtung der Menschheit führen. Christus hat uns gesagt, dass Sterne vom Himmel fallen werden. Und die Bibel sagt uns, zunächst im Buch der Offenbarung, dass 4 Siegel aufgetan werden, die berühmten Reiter der Apokalypse. Und diese Reiter stehen für falsche Religion, für Krieg, für Hungersnöte und für Seuchen. Und dann wird das 5. Siegel aufgetan, die Bedrängnis, von der Christus hier sprach, die große Trübsal. Und die bricht über die fleischlichen Nachfahren des alten Hauses Israel und des alten Hauses Juda ein, aber auch auf die geistlichen Nachfahren Israels, mit anderen Worten auf die Kirche Gottes. Diese große Trübsal wird auch als der Zorn Satans beschrieben. Denn Satan hat einen großen Zorn. Satan wird ja der Zerstörer genannt, derjenige, der vernichten will. Nach der großen Trübsal wird das 6. Siegel geöffnet. Und das Siegel beinhaltet diese Zeichen am Himmel, von denen Christus hier sprach. Gewaltige Katastrophen werden geschehen, aus dem All kommend. Die werden über die Erde hereinbrechen. Und schließlich greift Gott dann in das Geschehen ein. Das erfolgt, wenn das 7. Siegel geöffnet wird. Dieses 7. Siegel findet also nach der großen Trübsal statt und nach den Zeichen am Himmel. Es wird der Tag des Herrn genannt oder der große Tag des Zornes Gottes. Denn jetzt greift Gott buchstäblich und tatsächlich und direkt in das Weltgeschehen ein. Aber auch er wird sehr zornig sein. Zornig über die Menschen, die sich dem Zorn Satans unterstellt haben. Schauen wir uns an, warum Gott einen so großen Zorn haben wird. Wenden wir uns an das Buch Offenbarung und schauen wir uns Kapitel 9 an. Offenbarung Kapitel 9 und angefangen in Vers 20. Und die Bibel zeigt uns auch, dass die große Trübsal so ungefähr 3,5 Jahre dauern wird und dass ein Jahr vor der Wiederkunft Christi, ungefähr wiederum, der Tag des Herrn beginnen wird. Aber der Tag des Herrn findet dann statt nach den ersten 2,5 Jahren der großen Trübsal, sodass die ganze Zeitspanne, wenn die große Trübsal beginnt, bis zur Wiederkunft Jesu Christi, ungefähr 3,5 Jahre dauert. Und schauen wir uns hier nun Offenbarung Kapitel 9 an, angefangen in Vers 20, was uns hier gesagt wird. Warum hat Gott so einen großen Zorn? Was ist falsch an den Menschen, dass Gott so zornig werden wird? Kapitel 9 und Vers 20. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, das sind Plagen, die Gott ausschütten wird auf diese Erde, die bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, die weder sehen, noch hören, noch gehen können. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Schauen wir uns auch Kapitel 11 an und Vers 19. Kapitel 11 und Vers 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. In Matthäus Kapitel 24 behalten wir hier unseren Finger in Offenbarung, aber kehren wir kurz zu Matthäus Kapitel 24 zurück und lesen wir einmal, angefangen in Vers 21, was uns Gott hier sagt. Da heißt es nämlich in Kapitel 24 und Vers 21, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, eine große Trübsal.
wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Schauen Sie, die große Trübsal wird eine solche Zeit von Schwierigkeiten sein, von umwälzenden Ereignissen, dass kein Mensch am Leben bleiben würde. Es sei denn, Jesus Christus würde eingreifen, um alles dies zu beenden. Kehren wir zu Offenbarung 11 zurück und lesen wir Vers 18. Bevor es zu diesem Erdbeben kommt, diesem großen Hagel und dem Donner, da wird nämlich gesagt, warum Gott so zornig ist. Das heißt hier, und die Völker sind zornig geworden. Die werden sich in einem allgewaltigen Krieg befinden, um sich gegeneinander und gegenseitig auszurotten. Das ist Teil der großen Trübsal, von der Christus hier spricht. Und die Völker sind zornig geworden, und es ist gekommen dein Zorn, und die Zeit, die Toten oder besser die Völker zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Schauen Sie, die Völker werden dabei sein, sich selbst zu vernichten und diesen Planeten. Und die Naturkatastrophen, die natürlich dann einbrechen werden, werden dann auch ihren Anteil daran haben. In Offenbarung Kapitel 18. Offenbarung Kapitel. Schauen wir uns erst Kapitel 16 an. Offenbarung Kapitel 16, angefangen in Vers 4. Hier wird beschrieben, wie Gott durch seine Engel gewisse Plagen ausschütten wird auf diese Erde, wenn der große Tag des Zornes Gottes beginnt. Und der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme und in die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, gerecht bist du und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast. Denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen. Und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, sie sind es wert. Und ich hörte den Altar sagen, ja, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Und der vierte Engel goss aus seine Schale über die Sonne. Und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze. Und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres, eines militärischen, politischen Führers, der noch kommen wird. Und sein Reich wurde verfinstert. Und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und bekehrten sich nicht von ihren Werken. Schauen Sie, das Klima, das politische Klima, das geistliche Klima wird so sein, dass die Menschen sich total abgewandt haben werden von Gott. Und Gott wird natürlich dann auch auf diese Abkehr antworten. In Kapitel 18, angefangen in Vers 3, lesen wir, wieso sich die Menschen zu diesem zukünftigen Zeitpunkt, der nicht mehr so fern ist, total von dem wahren Gott abgewendet haben, denn sie werden verführt sein. Sie werden einer Institution folgen, einem System, das gottfeindlich ist. Offenbarung Kapitel 18, angefangen in Vers 3. Es heißt, denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei angesprochen ist ein modernes System mit dem Namen Babylon. Von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken. Und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben. Und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk. Gottes Volk wird aufgefordert, nicht teilzuhaben an diesem System. Nicht teilzuhaben an dem, für das dieses System eintritt. Geh hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. In Vers 20 heißt es dann im gleichen Kapitel, freue dich über sie, Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat sie gerichtet um euretwillen. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach,
so wird in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon. Also Babylon ist nicht nur ein System, es ist auch eine Stadt. Und diese große Stadt wird niedergeworfen werden in einem Sturm und nicht mehr gefunden werden. Vers 22, und die Stimme der Sänger und Saitenspieler, Flötenspieler und Posaunenbläser soll nicht mehr in dir gehört werden, und kein Handwerker irgendeines Handwerkes soll mehr in dir gefunden werden, und das Geräusch der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden, und das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten, und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden, denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden, und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden. Dieses System war verantwortlich für den Märtyrertod vieler Christen. Und das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Und dann schauen wir uns noch Kapitel 19 an und Vers 2. Kapitel 19 und Vers 2. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Und dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Und wie gesagt, dieses Babylon ist ein gewaltiges, von Satan beherrschtes, wirtschaftliches und religiöses System, das die ganze Erde, wie es heißt, mit ihrer Zauberei verführt hat. Und das dadurch über alle Könige und Völker herrscht. Nun, dieses Babylon wird auch in Offenbarung 17 als eine Mutter beschrieben. Offenbarung 17 und Vers 5 wird näher hierauf eingegangen. Es heißt, dass auf ihrer Stirn geschrieben steht ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Nun, andere Übersetzungen, wie zum Beispiel die Zürcher Bibel und auch die Patloch-Bibel, übersetzen das als die Mutter der Buhlerinnen. Oder man könnte auch sagen, die Mutter der Huren, die Mutter der Prostituierten. Das heißt, aus diesem System sind also auch Töchter hervorgegangen, die ebenfalls dazu beigetragen haben, die Menschen zu verführen. Aber wie ich sagte, dieses Babylon, das in Offenbarung 17 und 18 beschrieben wird, ist nicht nur ein System, sondern auch ganz konkret eine Stadt. Lesen wir dies in Offenbarung Kapitel 17, angefangen in Vers 1. Da heißt es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Aber schauen Sie, dies ist eine Prophezeiung für die Zukunft. Also alles das, was hier beschrieben steht, obwohl es möglicherweise eine historische Vorläuferfunktion gehabt haben kann, ist hauptsächlich auf die Zukunft gemünzt. Und es heißt dann hier in Vers 2, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben, und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und 10 Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit, ihre Hurerei. Und wir hatten jetzt Vers 5 bereits gelesen, was auf ihrer Stirn geschrieben steht, Vers 6. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu, und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Jetzt schauen wir uns Vers 18 an. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Kapitel 18 und Vers 10. Sie werden fernabstehen aus Furcht vor ihrer Qual, wenn diese Babylon, diese große Stadt, vernichtet wird. Die Kaufleute werden hier angesprochen und sie sagen: Wehe, wehe, du große Stadt, Babylon, du starke Stadt! In einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Kehren wir auch zu Kapitel 14 zurück und lesen wir Vers 8 in Offenbarung Kapitel 14 und Vers 8. Denn auch hier wird Babylon beschrieben. Ein zweiter Engel folgte, der sprach: Sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt,
denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Nun wird diese Stadt in der Bibel, im Buch der Offenbarung, näher identifiziert. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 17 an und Vers 9. Offenbarung Kapitel 17 und Vers 9. Da heißt es, hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind auch sieben Könige. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich folgende Frage stellen. Welche große Stadt ist auf sieben Bergen oder sieben Hügeln erbaut? Nun, theologische Kommentare lassen uns an der Beantwortung dieser Frage keinerlei Zweifel. Die auf Zwingli zurückgehende Zürcher Bibel schreibt im Anhang über Babylon, und ich zitiere: Unter Babylon, dessen Sünden und dessen Untergang im Buch der Offenbarung mit so schrecklichen Farben geschildert wird, ist nicht die Stadt am Euphrat zu verstehen. Mit ihr standen die Leser des Buches in gar keiner Berührung. Babylon dient vielmehr als geheimnisvoller Name für eine andere Stadt. Die Herrschaft der Stadt über die ganze Erde und ihre Lage auf sieben Bergen weisen auf Rom und auf die dortige Christenverfolgung durch den Kaiser Nero im Jahre 64. Also hier wird ganz klar erkannt, dass die große Stadt, die auf sieben Hügeln erbaut ist, Rom ist. Aber dann wird auf die Christenverfolgung unter Nero Bezug genommen. Das war eine historische Vorläuferfunktion, möchte man einmal sagen, möglicherweise. Aber es geht ja hier im Buch der Offenbarung in Kapitel 17 und 18 um eine zukünftige Verwirklichung dieser Prophezeiung. Es geht also nicht nur um die Christenverfolgung unter Nero gehen. Wir lesen eine ähnliche Anmerkung im Anhang der revidierten Lutherbibel. Da heißt es, im Neuen Testament wird der Name Babylon als Deckbezeichnung für die römische Weltmacht und ihre Hauptstadt Rom verwendet. Und auch die katholische Padlochbibel schreibt Folgendes. Unter Babylon ist zunächst in einem auch sonst bezeugten Decknamen auf die Stadt Rom hingewiesen, aber nur um damit überhaupt die gottwidrige Macht zu kennzeichnen. Man ist sich also einig in biblischen Kommentaren, dass das Buch der Offenbarung mit der Stadt Babylon die Stadt Rom meint. Man versucht jedoch, dies dadurch abzuschwächen, dass man diese Beschreibung entweder symbolisch sieht, die also sinnbildhafte Bedeutung zumisst, oder dass man sie auf die Vergangenheit beschränkt, das heißt auf Christenverfolgungen unter Nero und anderen römischen Kaisern. Dies ist man gezwungen zu tun, weil man ja sonst die Alternative betrachten müsste, die man nicht betrachten will. Und was ist diese Alternative? Nun, die Ryrie Study Bible schreibt der Wahrheit schon bedeutend näher kommend Folgendes, und ich zitiere erneut. Im 17. Kapitel repräsentiert Babylon das falsche religiöse System, das während der Trübsalzeit in Rom seinen Hauptsitz haben wird. Der Ausdruck Babylon bezeichnet sowohl eine Stadt als auch ein System, religiös und kommerziell, das mit der Stadt in Verbindung steht, sowie Wall Street sowohl einen Ort als auch ein System bezeichnet. Und dann findet sich folgende Anmerkung in Halley's Bible Handbook, und zwar auf Seite 731. Die Beschreibung Babylons, der großen Hure, die auf einem siebenköpfigen, zehnhörnigen Tier sitzt, trifft genau auf das päpstliche Rom zu. Es gibt nichts anderes in der Geschichte, auf das es zutreffen könnte. Dieses zukünftige Babylon wird die Menschen so verführt haben, dass sie bereit sind, gegen den wiederkehrenden Jesus Christus zu kämpfen. Anstatt ihn als den Heiland, den Messias anzuerkennen, werden die Menschen unter der Einflussnahme des Tieres, dieses militärischen Führers und des falschen Propheten, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, eines religiösen Führers, Christus bekämpfen. Warum? Weil sie so verführt sein werden, dass sie ihn nicht als den wahren Messias anerkennen können und wollen.
Schauen wir uns in Offenbarung 19, Vers 17 an. Offenbarung Kapitel 19 und Vers 17. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen: Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes und esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. Hier wird der wiederkehrende Jesus Christus beschrieben, der mit seinen Engeln wiederkommen wird. Und das Tier wurde ergriffen, und mit ihm der falsche Prophet, dieser religiöse Führer, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Und lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Ein Krieg wird ausbrechen, der vergebliche Versuch der Menschheit, Jesus Christus zu bekämpfen. Und sie wird natürlich in diesem verzweifelten Versuch unterliegen. Aber sie sind verführt durch das Tier, durch den falschen Propheten, durch die Zauberei, durch die Anbetung der bösen Geister, wie wir bereits gelesen hatten. In Sacharja Kapitel 14 wird näher auf diesen letzten verzweifelten Versuch der Menschen, die dann leben werden, eingegangen, Christus zu bekämpfen. Und wir werden auch sehen, was dann mit denen geschehen wird. Sacharja Kapitel 14, angefangen in Vers 12. Sacharja Kapitel 14, angefangen in Vers 12. Und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind. Denn Jesus Christus wird dann zu dem Zeitpunkt, wie es heißt, auf dem Ölberg stehen, in Jerusalem oder vor Jerusalem. Ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Und ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen und ihre Zungen im Mund. Zu der Zeit wird der Herr eine große Verwirrung unter ihnen anrichten, sodass einer den anderen bei der Hand packen und seine Hand wieder des anderen Hand erheben wird. Lesen wir auch Vers 15. Und so wird dann diese Plage auch kommen über Rosse, Maultiere, Kamele, Esel und alle Tiere, die in diesem Heer sind. Sie werden von ihr geschlagen, gleich wie jene. Um uns über das Ausmaß der Verführung der Menschheit zu diesem Zeitpunkt klar zu werden, möchte ich jetzt aus einem Artikel zitieren, der vor vielen Jahren, im August des Jahres 65, in einer deutschen Ausgabe der Reinen Wahrheit erschien. Und dieser Artikel zitiert von Prophezeiungen, in Anführungszeichen, die sich auf die Wiederkunft Christi beziehen. Ein Artikel heißt Prophecy for Today. Und ein anderer Artikel, der zitiert wird, ist eigentlich sogar das Buch Ante-Nicene Fathers. Der Artikel, der in der Reihen Wahrheit erschien, hat den Titel gehabt: Wird die Welt Christus erkennen, wenn er zurückkommt? Und er weist auf eine, in Anführungszeichen, Prophezeiung hin, die Christus beschreibt, ihn jedoch als den Antichristen darstellt. Lassen Sie mich kurz aus diesem Artikel zitieren. Da heißt es aus Prophecy for Today oder Prophezeiung für heute: Die Könige werden Armeen ins heilige Land schicken, aber der Antichrist wird sie alle schlagen. Der Antichrist und seine Armee werden Rom erobern, den Papst umbringen und den Thron erobern. Die Juden werden aus allen Richtungen herbeiströmen und den Antichristen als den Messias akzeptieren. Nach der Zerstörung Roms wird sich der Antichrist über die heidnischen Götter und die Dreieinigkeit erheben. In der Tat wird Jesus Christus die Irrlehre der Dreieinigkeit ablehnen. Denn die Bibel sagt nirgendwo, dass Gott eine Dreieinigkeit ist. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die von Gott dem Vater und Gott dem Sohn Jesus Christus ausgeht, aber keine Persönlichkeit. Von daher alleine ist schon die Dreieinigkeit eine falsche Lehre und Christus wird sie ablehnen. Aber dieser Artikel sagt, dass es der Antichrist sein wird,
der sich über die Dreieinigkeit erheben wird. Es heißt dann weiter, wenn er nach Jerusalem kommt, wird er durch seine falschen Lehren, Wunder, Gaben, Terror, unterstützt in allem vom Teufel, erfolgreich sein. Ein übler Geist wird aus der Luft herabkommen und auf seine Anhänger niederfallen. Er wird eine Auferstehung von den Toten vortäuschen. Schauen Sie, wenn Christus zurückkommt, werden die, die in Christus gestorben sind, von den Toten auferweckt. Diese falsche Prophezeiung sagt, dass es der Antichrist sein wird, der eine Auferweckung vortäuschen wird. Es heißt dann weiter, er wird Regen verursachen, andere Wunder wirken, alle durch die Kraft des Teufels. Die Juden werden ihn willkommen heißen. Und in der Gegenwart aller wird er sich darbieten. Das ist jetzt ein Zitat aus Ante Nicene Fathers. Hippolytus, Seite 250, Abschnitt 29. Und in der Gegenwart aller wird er sich darbieten, als würde er vom Trompetenklang begleitet, in den Himmel auffahren, umgeben von den mächtigen Rufen derer, die ihm mit Hymnen zujubeln. Wenn Christus zurückkommt, wie uns der Apostel Paulus sagt, wird dies zur Zeit der letzten Posaune geschehen. Und der Erzengel wird rufen oder schreien, wenn dies geschieht. Schauen Sie, wie das alles hier verdreht wird. Der Erbe der Finsternis wird wie ein Licht scheinen und wird einmal als in den Himmel auffahrend und ein anderes Mal als aus dem Himmel herabkommend mit Macht und Herrlichkeit erscheinen und auch den Dämonen wie Engeln befehlen, seinen Willen auszuführen und zwar mit Zittern und mit Furcht. Denn er wird seine Dämonen leuchtend wie Engel zeigen. Wenn Christus zurückkehrt, wird er mit Engeln kommen. Hier wird dies so dargestellt, als ob dies Dämonen seien. Und er wird zahllose Schwärme von Körperlosen mit sich bringen. Können wir uns vorstellen, wenn solche Lehren in weitaus größerem Maße dann verkündet werden von dem falschen Propheten, warum die Menschen dann überzeugt sein werden, dass der wiederkommende Christus der Antichrist ist und dass sie ihn bekämpfen müssen und dass sie den Armeen dann zusprechen, die ihn bekämpfen wollen. Es hieß auch in dieser falschen Prophezeiung, dass er Regeln ändern wird. Nun, er wird keine Regeln ändern. Er wird die 10 Gebote aufrechterhalten, die von der orthodoxen Christenheit heute abgelehnt werden. Zumindest wird eins der 10 Gebote abgelehnt, nämlich das Gebot, den Sabbat zu halten. Und man meint, das sei ersetzt worden durch die Sonntagheiligung, obwohl in der Bibel nirgendwo geschrieben steht, dass der wöchentliche Sabbat, die Zeitspanne von Freitag, Sonnenuntergang bis Samstag, Sonnenuntergang abgeschafft sei und dass er durch die Sonntageinhaltung ersetzt worden sei. Denn die Sonntageinhaltung geht ja auf die Verehrung des Sonnengottes Sol zurück und hatte mit Jesus Christus nie etwas zu tun gehabt. Kehren wir zurück zu einigen der Naturkatastrophen, die in der Zukunft stattfinden werden, die die Menschen dieser Erde erschüttern werden. Schauen wir uns noch einmal Offenbarung an, und zwar Kapitel 6. Offenbarung Kapitel 6, angefangen in Vers 12. Und erkennen wir mehr und mehr, warum Gott so zornig sein wird über die Menschen. Offenbarung Kapitel 6, angefangen in Vers 12. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Jesus Christus, das Lamm Gottes, wird hier angesprochen. Denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zornes und wer kann bestehen? Nun, wie wir sehen werden, einige können bestehen. Aber dazu ein wenig später. Zunächst einmal Jesaja Kapitel 13. Jesaja Kapitel 13 und angefangen Vers 9.
Jesaja Kapitel 13 und angefangen in Vers 9. Denn siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Denn die Sterne am Himmel und sein Orion scheinen nicht hell. Die Sonne geht finster auf und der Mond gibt keinen Schein. Ich will den Erdkreis heimsuchen um seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Missetat willen und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die Hoffart der gewaltigen Demütigen, dass ein Mann kostbarer sein soll als feinstes Gold und ein Mensch wertvoller als Goldstücke aus Ophir. Darum will ich den Himmel bewegen und die Erde soll beben und von ihrer Stätte weichen durch den Grimm des Herrn Zebaoth am Tage seines Zorns. Alle diese Stellen sprechen von der gleichen Zeitspanne, dem Tag des Herrn, dem Tag des Zornes Gottes, der, wie ich sagte, ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnen wird. Im Jesaja Kapitel 24 lesen wir Vers 1. Siehe, der Herr macht die Erde leer und wüst und wirft um, was auf ihr ist, und zerstreut ihre Bewohner. Vers 3. Die Erde wird leer und beraubt sein, denn der Herr hat solches geredet, das Land verdorrt und verwelkt, der Erdkreis verschmachtet und verwelkt, die Höchsten des Volkes auf Erden verschmachten. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote. Es gibt eine Institution, die die Gebote Gottes geändert hat. Und Gott ist darüber nicht sehr erfreut. Die ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Darum frisst der Fluch die Erde und büßen müssen es, die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig Leute übrig bleiben. Vers 13. Denn so geht es zu auf Erden und unter den Völkern, wie wenn ein Ölbaum leer geschlagen wird, wie bei der Nachlese, wenn die Weinernte aus ist. Vers 17. Über euch, Bewohner der Erde, kommt Schrecken und Grube und Netz. Und wer entflieht vor dem Geschrei des Schreckens, der fällt in die Grube. Und wer entkommt aus der Grube, der wird im Netz gefangen. Denn die Fenster in der Höhe sind aufgetan und die Grundfesten der Erde beben. Es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen. Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und wird hin und her geworfen wie eine schwankende Hütte, denn ihre Missetat drückt sie, dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann. Und zu der Zeit wird der Herr das Heer der Höhe heimsuchen in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Schreckliche Zeiten stehen bevor, wenn wir dem glauben wollen, was uns die Bibel hier beschreibt. Schauen wir uns auch in Buch Joel, einer der sogenannten kleinen Propheten im Alten Testament an, was dort beschrieben steht. Joel Kapitel 3, die Verse 3 und 4. Joel Kapitel 3, die Verse 3 und 4. Da heißt es, und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden. Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wie ich sagte, zunächst kommt die große Trübsal, dann kommen die Zeichen am Himmel und dann beginnt der Tag des Herrn. Lukas Kapitel 21 im Neuen Testament sagt uns auch nichts anderes. Lukas Kapitel 21 und in Vers 11. Lukas Kapitel 21 und Vers 11. Da sagt Christus, es werden geschehen große Erdbeben hier und dort, Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Vers 25. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Denken wir an diese Tidal Waves, die bereits schon in der Vergangenheit viel Unheil angerichtet haben und die noch weitaus mehr Unheil anrichten werden in der Zukunft, wenn diese großen Erdbeben hereinbrechen. Vers 26, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Schauen wir uns noch kurz einige Stellen an, die klar zeigen, dass
Auch Plagen erzeugt werden durch einschlagende Meteoriten oder Asteroiden oder Kometen und andere Himmelskörper. Offenbarung Kapitel 8. Offenbarung Kapitel 8. Und angefangen in Vers 7. Der erste blies seine Posaune, einer der Engel. Und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und fiel auf die Erde. Und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel blies seine Posaune und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Und der dritte Engel blies seine Posaune und es fiel ein großer Stern vom Himmel. Der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut und vielen Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Und der vierte Engel blies seine Posaune und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, sodass ihr dritter Teil verfinstert wurde und den dritten Teil des Tages das Licht nicht schien und in der Nacht desgleichen. Schauen Sie, wie dies natürlich in symbolischer Sprache hier berichtet wird und sehr deutlich auf Einschläge von Meteoriten, Kometen, Asteroiden und so weiter hindeutet. Nun, hier wird von dem dritten Teil aller lebendigen Wesen im Meer gesprochen. In Offenbarung Kapitel 16 wird aber gesagt, dass die Plagen, die hereinbrechen werden, noch viel schlimmer sein werden. Größere Auswirkungen noch haben werden. Offenbarung Kapitel 16, das ist natürlich eine weitere Plage, die kommen wird in Vers 3. Und der zweite Engel goss aus seine Schale ins Meer und es wurde zu Blut wie von einem Toten und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Vers 4. Und der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme, mit anderen Worten Süßwasser, und in die Wasserquellen. Und sie wurden zu Blut. Und die Implikation ist, dass auch hier alle Süßwasserfische sterben werden. Unwahrscheinliche Katastrophen werden hereinbrechen auf diese Erde. Jesaja Kapitel 28. Jesaja Kapitel 28 und Vers 17. Jesaja Kapitel 28 und Vers 17. Und ich will das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zur Waage machen. So wird Hagel die falsche Zuflucht zerschlagen und Wasser sollen den Schutz wegschwemmen. Dass hinfalle euer Bund mit dem Tode und euer Vertrag mit dem Totenreich nicht bestehen. Damit antworten, die hatten einen Vertrag geschlossen in symbolischer Hinsicht und hatten gesagt, auch uns kann nichts geschehen. Wir können nicht sterben. Gott sagt, wartet ab. Und er sagt dann, wenn die Flut daherfährt, wird sie euch zermalmen. Diese Tidal Waves, von der Lukas gesprochen hat. Sogar noch zu Beginn des Millenniums, wenn Gott hier auf Erden herrschen wird, werden nicht alle Menschen sofort bereit sein, sich der Herrschaft Christi zu unterstellen. Und auch dann wird Gott noch Naturkatastrophen benutzen, um mit der rebellischen Menschheit zu sprechen, die sich, wie gesagt, Gott nicht untertan machen will. In Hesekiel Kapitel 38 wird eine solche Situation beschrieben. Hesekiel Kapitel 38, angefangen in Vers 18. Es wird geschehen zu der Zeit, das ist bereits zu Anfang des Millenniums, wenn Christus auf Erden herrscht, wenn Gog kommen wird, eine Macht aus dem fernen Osten. Über das Land Israels, spricht Gott der Herr, wird mein Zorn in mir aufsteigen. Und ich sage in meinem Eifer und in dem Feuer meines Zornes, wahrlich zu der Zeit wird ein großes Erdbeben sein im Lande Israels, das vor meinem Angesicht erbeben sollen die Fische im Meer. Was besagt, dass zu Anfang des Millenniums Gott Fische erschaffen wird. Denn wir hatten ja gerade gelesen, dass vor der Wiederkunft Christi alle Fische im Meer gestorben sind. Aber dann sollen erbeben die Fische im Meer, die Vögel unter dem Himmel, die Tiere auf dem Felde und alles, was sich regt und bewegt auf dem Lande und alle Menschen, die auf der Erde sind. Und die Berge sollen niedergerissen werden und die Felswände und alle Mauern zu Boden fallen. Und ich will über ihn das Schwert herbeirufen und auf allen meinen Bergen, spricht Gott der Herr, dass jeder sein Schwert gegen den anderen erhebt. Diese gewaltige Armee, die da kommen wird, die werden sich selbst
untereinander vernichten. Wir lesen auch in Kapitel 39 und Vers 6. Und ich will Feuer werfen auf Magog. Das ist ein anderer jener Führer dieser gewaltigen Armee aus dem fernen Osten. Ich will Feuer werfen auf Magog und auf die Bewohner der Inseln, die so sicher wohnen. Und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Sie sollen das erkennen. Sie werden sich mir dann unterwerfen, wenn ihre Zeit gekommen ist, sogar auch zur Reue finden. Schauen wir uns 2. Petrus Kapitel 2 an. 2. Petrus Kapitel 2. Denn jetzt kommt, wie ich sagte, der gute Teil der Nachricht. Diese Katastrophen, von denen hier gesprochen worden sind, werden kommen. Nichts, was Sie und ich tun können, wird dies verhindern. Und ob wir daran glauben oder nicht, sie werden kommen, weil dies die Bibel klar und deutlich gesagt hat. Aber schauen wir uns auch an, was Gott seinem Volk, wahren Christen, verspricht. 2. Petrus, Kapitel 2, angefangen in Vers 1. Da heißt es, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Sie werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor und ihr Verderben schläft nicht. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Hier ist nicht von einer Begrenzung oder Beschränkung ihrer Bewegungsfreiheit gesprochen, denn der Löwe, Satan, wie es heißt, ist ja nach wie vor auf dieser Erde und geht umher, zu sehen, wen er verschlingen kann. Es geht hier um geistliche Ketten der Finsternis, die Dämonen, also die Engel, die gesündigt haben, die zu Dämonen wurden, befinden sich jetzt in geistlicher Finsternis sozusagen. Es heißt dann weiter, und er hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit sieben anderen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte, und hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden, und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre bösen Werke. Vers 9. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung, aus der Trübsal zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichtes, um sie zu strafen. Wir sehen also hier, dass Gott selbst in diesen gewaltigen Katastrophen wie der Sintflut oder dem Untergang Sodoms und Gomorras die Gerechten bewahrte, errettete, sie vor der Katastrophe beschützte. Er tat es mit Noah. Er tat es mit Lot. Und die gute Nachricht ist, dass Gott seine Gerechten auch in den künftigen Katastrophen, über die wir heute gehört haben, beschützen wird. Ein Versprechen, das wir auch in der Bibel finden, das Gott uns gegeben hat. Katastrophen wie Meteoriteneinschläge, Erdbeben und ihre Folgen und dann auch etwas, über das ich nur andeutungsweise heute gesprochen habe, ein dritter nuklearer Weltkrieg, der so schlimm sein wird, dass, wie Christus sagt, kein Mensch am Leben bleiben würde. Es sei denn, er würde eingreifen, um diesen Wahnsinn zu beenden. So dann auch Epidemien, Seuchen, Hungersnöte, die auch die Erde heimsuchen werden. Gottes Schutz besteht auch in soweit. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 10. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 10. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Oder andere Übersetzungen haben hier vor der Stunde der Trübsal, vor der Stunde der Bedrängnis. Die kommen wird über den ganzen Weltkreis zu versuchen oder zu prüfen oder zu testen, die auf Erden wohnen. Auch in Offenbarung Kapitel 12 wird von diesem Schutz für Gottes Heilige
berichtet. Offenbarung Kapitel 12, angefangen in Vers 13. Als der Drache sah, der Drache eine symbolische Darstellung für Satan, den Teufel, dass er auf die Erde geworfen war. Satan wird noch einmal versuchen, mit seinen Dämonen gegen Gott im Himmel anzukämpfen. Gott und seine Engel werden natürlich den Sieg davon tragen und sie werden Satan zurückwerfen auf diese Erde mit seinen Dämonen. Und als der Drache das sah, da verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte, symbolisch jetzt für die wahre Kirche. Und es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit oder dreieinhalb Jahre, eine Zeit steht für ein Jahr hier, fern von dem Angesicht der Schlange. Mit anderen Worten, während der Zeit der großen Trübsal würde hier Schutz bestehen. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie einen Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Also nicht alle der Diener Jesu Christi werden an diesem Ort, der hier beschrieben wird, geschützt werden. Hier ist von einem Ort die Rede, der für die Frau vorbereitet wurde. Nun, eine Frau ist in biblischer Terminologie oftmals symbolisch für eine Kirche. Schauen wir uns dies kurz in 2. Korinther Kapitel 11 an. 2. Korinther Kapitel 11, wo Paulus hier diese Analogie gebraucht. 2. Korinther 11 und Vers 2, er sagt, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Hier wird also die Kirche Gottes mit einer Jungfrau verglichen, die verlobt ist mit Christus und die dann, wie es in der Offenbarung heißt, als seine Frau sogar eine Hochzeit mit ihm abhalten wird, wenn er zurückkommt. In Matthäus Kapitel 25 finden wir eine ähnliche Analogie, die berühmte Geschichte, das berühmte Gleichnis. In Matthäus 25 und lesen wir nur Vers 1. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber wie wir wissen, waren nur 5 der Jungfrauen weise und die anderen 5 der Jungfrauen waren töricht. Die hatten nicht genug Öl dabei, die hatten nicht mehr genug von dem Heiligen Geist. Die waren nicht würdig genug, an diesen Ort gebracht zu werden, von dem Offenbarung spricht. Es sind scheinbar die, gegen die der Satan dann kämpfen wird. Das heißt, er wird zornig werden gegen die, die auch das Zeugnis Christi haben und seine Gebote halten. Aber wie gesagt, die hatten nicht genug Heiligen Geist zu dem Zeitpunkt, dass sie von Gott für würdig erachtet wurden, an diesen Ort gebracht zu werden. Nun, es heißt in Offenbarung, dass der Frau Flügel eines großen Adlers gegeben wurden, damit sie in die Wüste zu ihrem Ort fliegen könne. Was ist damit gemeint? Nun schauen wir uns einmal an, wie das alttestamentliche Israel aus Ägypten herausgebracht worden ist. In 2. Mose Kapitel 19 schauen wir uns die Terminologie an, die Gott hier gebraucht in diesem Zusammenhang. 2. Mose Kapitel 19 und in Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Aber die wurden nicht irgendwie durch die Luft transportiert, die mussten zu Fuß gehen. Aber Gott hat sie übernatürlich beschützt, auch in 5. Mose 32. Lesen wir Vers 11. 5. Mose 32 und Vers 11. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Auch hier wiederum eine Beschreibung des übernatürlichen Schutzes, den Gott damals Israel zudachte. Vor vielen Jahren ist ein Artikel in einer Zeitung erschienen mit dem Titel Auf Adlerflügeln in Sicherheit. Und dieser Artikel beschreibt sehr anschaulich und sehr schön, wie zwei Vogelforscher im Jahre 78, einer in den Rocky Mountains, ein anderer in den österreichischen Alpen, interessante Vorgänge beobachtet hatten, und zwar bei Steinadlern. Und diese
Vorgänge wurden auch 2 Jahre vorher bereits bei Turmfalken wahrgenommen. Und es ging darum, dass wenn die Steinadler, die oben in ihren Horsten in den Bergen waren, wenn die also heranwuchsen und dann fast bereit waren, dann aus ihren Nestern herauszuspringen und zu fliegen, dann war der Mutteradler dort. Und wenn die dann heraussprangen, dann kam der Mutteradler, breitete die Flügel aus und fing die Jungen auf und hat sie dann an diesen sicheren Ort auf der Erde gebracht. Und das ist diese anschauliche Verdeutlichung, die Gott hier beschreibt, um uns darzulegen, wie er uns beschützen kann, übernatürlich. Wir sehen also, dass diese Redewendung hier in 2. Mose und 5. Mose auf Gottes Schutz hindeutet, der seiner Kirche in der Endzeit widerfahren wird. Und dass Gott seine Kirche irgendwie an diesen Ort, dieser Ort der Sicherheit, wie er auch genannt wird, hier auf dieser Erde, in der Wüste, also einer dünn besiedelten Gegend, gelangen lassen wird. Nun, es wird hier auf der Erde geschehen. Es gibt eine sehr populäre Idee, dass Menschen vor der Wiederkunft Christi irgendwie auf geheime Weise in den Himmel versetzt würden. Die heimliche Entrückung wird angesprochen. Davon sagt die Bibel keineswegs etwas. Es geht nicht darum, dass man Schutz im Himmel findet, sondern Gott wird seine Kirche, die er für würdig erachtet hat, auf dieser Erde beschützen. Die Kirche Gottes, das heißt alle die, die zu Christi geistlichem Leib gehören und in denen Gottes Geist wohnt und die von ihm als würdig genug befunden werden, den Schrecknissen der großen Trübsal und des Tages des Herrn zu entgehen. Die werden an diesem Ort, wo immer er auch sein mag, für 3,5 Jahre ernährt werden, wie es heißt. Und wenn der Teufel versuchen wird, Gottes Heilige durch einen Strom zu vernichten, wird den Heiligen geholfen werden, wie wir gelesen haben. Nun, in der Bibel werden vielfach Armeen mit Wasserströmen symbolisiert. Schauen wir uns dies kurz in Jeremia Kapitel 46 an. Jeremia Kapitel 46 und angefangen in Vers 7. Jeremia Kapitel 46 und angefangen in Vers 7. Da heißt es, wer ist es, der emporstieg wie der Nil, und seine Wasser wälzen sich dahin wie Ströme? Ägypten stieg empor wie der Nil, und seine Wasser wälzen sich daher wie Ströme, und es sprach, ich will hinaufziehen, das Land bedecken und die Städte verderben, samt denen, die darin wohnen. Wohlan, setzt euch auf die Rosse, rennet mit den Wagen, lasset die Helden ausziehen, die von Kusch und aus Putt, die den Schild führen, und die Schützen aus Lutz. Denn dies ist der Tag Gottes, des Herrn Zebaoth, der Tag der Vergeltung, dass er sich an seinen Feinden räche. Schauen Sie, es geht hier um den Tag des Herrn. Und hier werden Armeen beschrieben, aber sie werden wie Wasserströme verglichen. Weitere Stellen, die Sie sich nachher anschauen können, befinden sich in Jeremia Kapitel 47, die Verse 2 und 3. Und auch in Daniel Kapitel 11 und Vers 10. Wenn also hier mit diesen Wasserströmen im Buch der Offenbarung Armeen gemeint sind, dann heißt es, dass die Erde ihren Mund auftut, um die Erde zu verschlingen. Und das erinnert ein bisschen an die Rebellion des Korah im Alten Testament. Sie finden dies in 4. Mose Kapitel 16, angefangen in Vers 29, wie damals tatsächlich ganz buchstäblich die Erde ihren Mund auftat und die Rotte des Korah verschlang. Nun, Gott errettete Noah vor der Sintflut, indem er ihn und seine Angehörigen in eine Arche gehen ließ. Gott hätte Noah auch anders erretten können, aber das war die Methode, die er damals anwandte. Gott errettete Lot vor der Zerstörung Sodoms und Gomorras, indem er ihn zu einer Stadt und dann später in die Berge fliehen ließ. Er hätte Sodom und Gomorra zerstören können und Lot auch selbst in Sodom und Gomorra beschützen können, wie er dies ja mit den 3 Jünglingen im Feuerofen tat. Er hat sie in den Feuerofen hineinwerfen lassen und hat sie dann im Feuerofen beschützt, wie das im Buch Daniel beschrieben steht. Aber es war damals die Absicht Gottes, Lot aus Sodom und Gomorra herauszuholen, bevor er diese Städte zerstörte. Und so lesen wir auch, dass die frühen Christen aus Jerusalem flohen, wie uns einige Geschichtsschreiber sagen, als die Römer gegen Jerusalem vorgingen. Und zwar im Jahre 66 nach Christus wurde Jerusalem vom Heer des Cestius Gallus belagert. Nach ein paar Tagen jedoch hoben die Römer ohne ersichtlichen Grund
die Belagerung auf und verließen das Gebiet, wie uns Josephus dies in die Kriege der Juden oder Bellum Judaicum im zweiten Buch beschreibt, als er sagt, dass dieser Cestius Gallus von der Stadt abzog, ohne irgendeinen Grund in der Welt. Nun, einige Zeit danach, und zwar als Vespasian und die römischen Streitkräfte Jerusalem vom Passafest des Jahres 69 an wieder belagerten, verließ die Kirche Jerusalem und floh nach Pella, das südlich des Sees Genezareth auf der anderen Seite des Jordan liegt. Hier ist ein Auszug aus der Kirchengeschichte von Eusebius, der Folgendes dazu schreibt. Aber die Gemeindemitglieder zu Jerusalem wurden durch eine ihren Führern offenbarte Prophezeiung angewiesen, die Stadt vor dem Krieg zu verlassen und in einer der Städte in Perea Wohnung zu nehmen, welche Pella hieß. Und es ist wiederum Josephus, der in seinem Buch, Die Kriege der Juden oder Bellum Judaicum, im fünften Buch, in Kapitel 5, im Abschnitt 3, Folgendes sagt. Während des Festes, das wir Pfingsten nennen, fühlten die Priester, die in der Nacht in den Tempel gingen, um, wie es ihr Brauch war, ihre heiligen Handlungen zu verrichten, zunächst, wie sie sagten, ein Beben und hörten dann einen großen Lärm und danach viele Stimmen, die sagten, lasset uns von hier wegziehen. Wie man das auch immer sehen will, Tatsache bleibt, dass die Kirche Gottes zum damaligen Zeitpunkt von Jerusalem abzog und in Pella Schutz fand, bevor Jerusalem zerstört wurde. Und so hat Gott auch seiner Kirche in der Endzeit Schutz vor der schrecklichen Zeit zugesagt, die über diese ganze Erde kommen wird. Wir können trotz der Schrecknisse der Zukunft ohne Angst sein. Wir können auf Gottes Hilfe bauen, wenn wir unseren Teil tun. Schauen wir uns 2. Petrus Kapitel 3 an. 2. Petrus Kapitel 3 und angefangen in Vers 3. 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 3. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Aber dann Vers 14. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, also ihr wisst, dass Christus zurückkommen wird, diese Spötter wollen dies nicht wahrhaben, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Vers 17. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute und durch die falschen Verkündigungen des falschen Propheten, die noch kommen werden, dass ihr nicht durch diesen Irrtum samt ihnen verführt werdet und fallt aus eurem festen Stand. Lesen wir zum Abschluss die Warnung und die Ermutigung Jesu Christi in Lukas Kapitel 21 und die Verse 34 bis 36. Lukas Kapitel 21 und die Verse 34 bis 36. Hütet euch aber, sagt Christus, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. Vers 36. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet oder würdig befunden werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor den Menschen. So. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für die Kirche des ewigen Gottes.